Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und willkommen zu einer Runde Slitherio. Eigentlich ein ziemlich berühmtes Browser-Game. Ich gebe da mal kurz den Benutzernamen ein und starten gleich. So, ja, ich erkläre es jetzt trotzdem, wer Slitherio nicht kennt. Slitherio ist, wie gesagt, ein Browser-Game, das darum geht, die anderen Würmer auszubremsen in gewissermaßen. Man kann durch sich selber, ich kann es noch nicht demonstrieren, da, der ist gerade da. Muss einfach versuchen, nicht in die anderen Würmer hinein zu fahren, zu was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es eigentlich darum, möglichst viele so Bällchen einzusammeln. Durch sich selber hindurch kann man, aber nicht durch die anderen Würmer. Schon habe ich versagt. Ja, auf jeden Fall, ich finde das Spiel voll toll und wenn ihr das schaut, ich bin wahrscheinlich in dieses, also es ist schwer vorproduziert, wenn ihr einfach so als Info für euch, ich befinde mich höchstwahrscheinlich bereits in der Rekrutenschule. Das sage ich euch wahrscheinlich zu 100%, befinde ich mich schon in der Rekrutenschule. Wenn ihr nicht wisst, was die Rekrutenschule ist und warum ich dort überhaupt bin, dann schaut doch einfach das dann dementsprechende Infovideo dazu. Das wird sicher unten in der Videobeschreibung sein oder oben rechts bei der Infocard. Ui, das war knapp, das war knapp. Da versucht man immer ein bisschen so mit Rennen irgendwas zu erzielen. Ja. Schade. Das hätte ich eigentlich ahnen müssen. Und da ist garantiert... Okay, und wenn man sprintet, verliert man so die Punkte, also so an Länge. Weil das wäre ja sonst irgendwie voll unfair, wenn man da voll die ganze Zeit durchsprinten kann. Und ja, was gibt es eigentlich noch so? Ja, wir sind, keine Ahnung, was soll ich erzählen? Das ist schwierig zu erzählen, weil das Spiel hat eigentlich null Handlung. Und den kriege ich, ja! Super! Ich war auch schon in der Top 10 und ich will es eigentlich auch schaffen, wieder dorthin zu gelangen. Du wusstest, was ich vorhabe. Man kann auch immer versuchen, da die kleinen Würmer einzufangen. Allerdings kann das auch schrecklich in die Hose gehen und sich selber sozusagen den Kopf stoßen. Das war tight. Puh, das war richtig gut, das war richtig gut. Du bleibst mir fern. Bleib mir fern. So. Wie viel unten links sieht man übrigens die Länge und den dementsprechenden Platz. Ich bin bei Platz 46, du, nee. Der will mich einkesseln. Man kann sich aus diesem Kessel befreien, indem man sie, wie soll ich sagen, hineinlaufen lässt, aber das ist immer sehr schwierig und braucht extrem viel Glück. Muss man nicht unbedingt machen, wenn, ja, man kann es zum Spaß machen, aber ich muss sagen, ich bin nicht der Fan davon, sich extra in der Falle locken zu lassen, um sich da versuchen, wieder rauszukämpfen. Betonung liegt wirklich auf versuchen, weil das ist nichts anderes als wirklich versuchen. Ja, und ich kann eigentlich aus Demonstrationszwecken mal den Kleinen da versuchen einzufangen. Ja, der hat nicht wirklich groß Widerstand geleistet, der hat sich sozusagen einfach ergeben. Mittlerweile auf Platz 32, dieser Typ. Und was man eigentlich gar nicht glaubt, aber wenn man so ein riesiger Wurm ist, sind das diese kleinen Viecher. Das sind eigentlich fast die gefährlichsten. Nicht die großen, die kann meistens gut ausweichen und die interessieren, also ich auch nicht so, aber die
die so klein wie eigentlich immer um den Kopf herumschweren. Sind meistens die kleinen, aber die sind auch viel flinker, habe ich das Gefühl, oder vielleicht nehme ich das auch nur so wahr. Zum Beispiel wie der versucht da was. Der versucht sich jetzt in der Falle zu machen. Ja, wir schnappen mal zu. So, jetzt haben wir da eine Falle zugeschnappt, weil ihr seht, der kann jetzt nicht raus und man tut jetzt einfach die Falle immer einer schnallen. Und der macht es jetzt richtig gut. Ja, jetzt hat er vergeben. Aber man muss eigentlich immer versuchen, wenn man in der Falle ist, dass man so nah wie möglich immer am anderen Kopf ist, damit er vielleicht dann selbst in den Kopf hinein, also in sich. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme gerade nicht auf die richtigen Worte. Und der hat es wahrscheinlich auch auf mich abgesehen. Ja, das ist jetzt eine gefährliche Situation gewesen. Wäre der andere ein bisschen näher, hätte ich nicht mehr ausweichen können. Wegen dem ist immer so ein Abschätzen. Ihr seht, die versuchen alles, um die Großen eigentlich zu dran zu kriegen. Und da macht jemand eine Falle, vielleicht. Ich würde der gerne eigentlich in die Falle nehmen, aber das sind zu viele Kleine. Verschwindet! Ich will den doch nur in die Falle nehmen. Boah, da ist wirklich verdammt viel los. Das ist wirklich wow. Wow, wow. Immer in solchen Situationen passiert es dann gerne, weil alle dann eben versuchen, die Punkte abzugreifen. Allerdings ist das immer verdammt heikel. Weil ihr seht, man kann zwar schon zurück, aber wenn man in eine Situation kommt, ausweichen kann man dann schlecht. So, ich will jetzt einmal. Ich möchte eigentlich einen größeren Mal in die Falle locken. Oder den kleinen da, der. Das war jetzt immer. Ihr habt gesehen, das war jetzt richtig schade. Der Kleine hat mich steinhart erwischt. So, wir probieren gleich nochmal. Denn ich würde gerne eigentlich in die Top 10 kommen. Das wäre so mein Ziel. Ich bin jetzt auch voll gemein. Schade. Hat nicht geklappt. Ist auch eben eine Sache, eine Frage des Pings. Denn jemand, der einen besseren Ping hat, oder besser gesagt, jemand, der einen scheiß Ping hat, sieht das Zeug auch schwer verzögert oder. Ja. Sieh mal. Okay. Der hat wahrscheinlich einen. Ja, der hat eine Scheiße. Den merkt man jetzt an, der hat einen richtig schlechter Ping. Denn der hat schon vorher kaum bei mir reagiert, als er fast mir hinten reingedonnert wäre. Und ja. Solche Sachen kann man natürlich ausnutzen. Muss man aber nicht. Wollte auch. Das war jetzt so eine typische Fallenbewegung, das einen engen Bogen machen, weil wie gesagt, man kann einen engeren Bogen machen, wenn man klein ist. Dann kann man natürlich den Großen ziemlich provozieren. Der will mich jetzt da an dem anderen einengen, aber da muss man einfach cool bleiben. Denn man kann ein bisschen näher gehen. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Wäre so nice gewesen. Wenn ich den auch noch. Wenn ich ihn auch noch dran gekriegt hätte. Aber ja. Schließlich sind wir schon wieder auf Platz 56.
so, teile ich Zeit mal eine. Wo meinst du, fangen meinte ich eigentlich, aber. Der hat sich freiwillig ergeben. Also ja, freiwillig nicht, aber. Ist einfach mehr reingedonnert. Das habe ich schon voraus gesehen. Der konnte nicht mehr ausweichen. Nein! Da bin ich denn überhaupt wirklich angekommen? Ja, das war jetzt wahrscheinlich wieder so ein Ding, ne? Ding-Frage. So, so, so. Ja, wie ihr seht, wahnsinnig spannend. Ja, aber das packe ich noch. Komm schon, ich will in die Top 10. Ich will in die Top 10. Das schaffe ich. Geh ich hin? Ey! Willst du mich einkesseln? Kesselst du mich auch da ein? Ja, dann kessel ich ein. Nee, kessel ich nicht ein. Wenn man so klein ist, kann man natürlich das schon mal eher riskieren, sich einkesseln zu lassen, um vielleicht den anderen abzugriefen. Aber ja, weil wenn man groß ist, sollte man das eher lassen. Doppelt gewonnen. Der wollte mir meine Punkte stehlen und ist mir gleich reingefahren. Und unten rechts sieht man den Radar, obwohl ich muss sagen, der bringt eigentlich nicht viel. Aus meiner Sicht, du siehst einfach, wo das Zentrum ist und kannst vielleicht ein bisschen ausweichen, wenn du größer bist. Aber schlussendlich, ja, du kannst dich ja nicht groß orientieren. Okay, der war gemein. Sache, riskiert man den Sprint oder nicht? Ja, der war nicht so. Komm schon, den krieg ich. Nein! Ich hätte den fast dran gekriegt, fast! Okay, der war wahrscheinlich AFK. Einfach mal, ich geh mal da geradeaus, mach nichts. Joa. Skins kann man irgendwie mich nicht genau damit auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist, wenn man irgendwie darüber twittert oder über Facebook teilt und so ein Zeug, damit es einfach noch mehr Skins geht. Aber ich finde die Würmer eigentlich gar nicht grundschlecht und das ist ja eigentlich auch. Das war jetzt sowas eher von Glück als Verstand. Das auch. Okay, was mit dem los war, weiß ich nicht. Aber ihr seht, manchmal ist es einfach auch eine Frage des Pings und des Glücks. Manchmal braucht man einfach auch Glück. Und ja. Platz 71. Der hat doch was vor, dem sehe ich das schon bereits an. Und die grünen Dinger reden irgendwie auch so ein Boost, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der das voll durchrecherchiert hat, wie das genau funktioniert. Ich habe es einfach gespielt. Den klemme ich mal ab. Denn dass der das nicht unter Kontrolle hatte, hat man ja schon bereits angesehen. Und was du machst, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nicht, was der sich davon versprochen hat, aber das sieht doch jeder. Da kommst du nicht mehr raus. Da kannst du nicht wenden.
Ich würde vielleicht auch einfach aufhören. So, jetzt sind wir Platz 33 und wir kommen der Top 10 langsam nahe. Ja gut. Ja, jetzt sind wir wieder, da jemand sich vollgefressen hat wieder. Kein Problem, ich snack dich eben so. Das ist jetzt die typische Falle. Da müsste jetzt ich eigentlich versuchen, möglichst breit zu machen und mir möglichst keine Chance geben zu verengen, damit er auf Zeit spielen kann. Aber ich sehe es, der hat jetzt hat er. Das war der typische Move des Aufgebens. Aber manche kämpfen wirklich bis zum Schluss und tun dann einfach, versuchen immer beim Kopf zu bleiben, damit du möglichst wenig so nach innen knicken kannst. Denn das ist eigentlich die beste Variante, vielleicht den anderen doch noch dran zu kommen, mit ihnen in der Versuchung der Welle zu schlagen und ihnen in die Spur zu drücken. Okay, manche haben es auch einfach nicht so im Griff, aber der hat es einfach versucht. Manchmal muss man es versuchen. Platz 26. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Das mal schaffen wir es. So, so. Wir sind so richtig groß, wir könnten den eigentlich. Richtig nice, richtig nice. Platz 18. Ich wollte den eigentlich versuchen einzukesseln, weil wir haben mittlerweile eine richtig gute Größe, da wir die auch größere Würmer einfangen können. Platz 17. Und das kommt gut. Versuchen wir mal so. Meistens ist es eigentlich ganz unauffällig. Ja gut, der hat's gemerkt. Aber wenn man meistens so ganz unauffällig, einfach langsam einkreisig, kann man bei dieser Größe meistens schon viel erreichen, weil die anderen sehen das noch eigentlich gar nicht. Der sieht nämlich gar nicht, dass er jetzt schon bereits in der Falle ist. Und jetzt kann ich schon da groß mal abschneiden. Und ziehe die Falle dann einfach. Ja, der macht es gut. Der bleibt wirklich dran. Das ist schwierig, da ich noch andere drumherum habe, die ein bisschen helfen. Okay. Dann muss man noch versuchen, manchmal die Richtung zu ändern. Es gibt halt immer viele kleine Tricks, die man anwenden kann, um eigentlich so zum Erfolg zu gelangen. Und der raus mir gerade voll rein. Toll. Sag mal, wenn wir kommen. Da hilft es nicht mehr. Da gehe ich halt wieder ein bisschen nach oben. So, kommen. Was auch immer lustig ist, wenn man mehrere Würmer auf einmal in der Falle hat, das bedeutet eigentlich doppelte Konzentration, denn man hat zwei Gegner, die man eingekesselt hat und man muss eigentlich versuchen, die beide immer versuchen noch abzukapseln, denn die untereinander haben ja auch sozusagen wie ein Match und jetzt bin ich so ziemlich von mehreren Würmern eingekesselt. So, da ist mein Ausgang. Also mittlerweile, ihr seht, wenn viele kleine Würmer um einen rum sind, ist es sehr schwierig. Und das ist so ein typisches Ding der Doppelfalle. Der hat einen in der Falle gehabt und jetzt habe ich ihn in der Falle. Seine Punkte sind jetzt meine Punkte. Das ist auch immer so das Abwägen, soll ich die Falle abbrechen und fliehen oder soll ich sein lassen und weitermachen? Denn seine Taktik ist natürlich auch nicht. Und ihr seht, wenn ich jetzt auch die Falle mache, ich bin anfälliger für kleinere Würmer, denn das Ding ist die, es ist einfach schwierig, dann die
Größe trotzdem zu bewahren. Es gibt sicher so diverse Tricks. Der macht das voll gut. Das. Denn wenn ich mich jetzt so klein machen kann, nehmen natürlich auch so solche Würmer wie hier neben mir sind praktisch einfangen und das ist natürlich nicht unbedingt optimal. Wie seht ihr, es zieht sich so ziemlich dann, bis man wieder entwehrt ist. Ich will da eigentlich nicht. Diese Situation gefällt mir momentan nicht. Das war scheiß knapp. Bin das ich? Ja, das bin ich. Ja, wir sind in der. Wir sind da. Oh, das war so Glück. Das war so richtig Glück. Der hat mich voll erwischt. Jetzt, wir sind in der Top 10. Wir sind auf der Top 9. Top 9, da. Wie ihr seht. Oh, so ein Riesenglück hatten wir. Den krieg ich. Ich bin groß genug. Oh. Schade. So, schaffen die Platz 1? Das wär richtig nice. Wenn wir den Platz 1 knacken. Komm, den packen wir Platz 1. So. Ja. Okay, der wäre richtig gut. Schade, aber wir sind in der Top 10 sind wir gelandet und ja, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Lückenfüller. Ja, es ist eigentlich nichts anderes, es ist ein Lückenfüller. Es macht Spaß, mit Hero zu spielen und aber dient mir rein momentan als Lückenfüller, denn ich habe zeitlich momentan nicht genug Kapazität, noch Videos zu produzieren. Aber das wisst ihr schließlich alle, wenn ihr das Video im Infovideo gesagt habt. Wie gesagt, die Infocard oder unten in der Videobeschreibung, wenn ihr nicht genau wisst, wo was ich überhaupt spreche. Das war's dann von heute von mir und ich bin raus. Tschüss.